Herzlich willkommen beim nächsten Video auf meinem Kanal und das hier ist ein Awakening Guardia PvE Guide. So, das allererste, womit wir anfangen, sind die Add-ons von der Awakening Guardia und zwar ist der Skill dabei Ruhmenstoß, Versegene Hauer, Göttersdämmerung, Läutendes Feuer und Drachenschlund und Berstende Glut. Ruhmenstoß und Berstende Glut ist mehr oder weniger euer Pre-Buff, was ihr nutzen werdet. Hier könnt ihr die ganzen Add-ons sehen, die sind halt sehr wichtig für die Combo, die ich euch gleich zeigen werde. Und zwar sind das insgesamt zwei Kombos, die ich euch zeige in der Awakening. Und dann würde ich sagen, springen wir direkt zur Combo. Wichtig ist zu beachten, wenn ihr die Combo startet, dass ihr mit SLMB anfängt. Das ist alles allererste Skill. Und zwar der hier, der gibt euch insgesamt 20% Attack Speed und noch die ganzen Sachen, die in dem Skill-Add-on dabei sind. Sowas wie Back Attack und Crit Damage. Auf der linken Seite könnt ihr sehen, was für Tasten ich drücke und wie lange ich die drücke. Oben werde ich wahrscheinlich noch, reinkarten, werde ich die Tastenkombinationen von links nach rechts anzeigen lassen, sodass ihr das quasi verfolgen könnt. Combo 1 und Combo 2. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der Combo an. So, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit der Combo an. Und zwar ist es SLMB, Shift Q, danach wird Berstende Glut getriggert, danach Shift F, Shift LMB, 2 Hits und dann Shift RMB. Okay, bei der ersten Combo kann es vorkommen, dass der Skill Drachenschlund auf Cooldown ist und dafür habe ich quasi was anderes auch vorbereitet und zwar die zweite Combo, das ist mehr oder weniger eine abgeänderte Version von der Infinite-Combo und zwar fängt er damit mit SLMB an, Shift Q, dann Berstende Glut wird getriggert, Shift F und danach macht ihr Kette Erschöpfung vom Quickslot, in meinem Fall habe ich das hier auf die 4 gesetzt, danach F direkt, um das zu canceln und dann Shift RMB. Ich mache das jetzt nochmal vor, und zwar SLMB, Shift Q, Berstende Glut wird getriggert, Shift F, Kette Erschöpfung, F, Shift RMB. Ich habe hier in meinem Fall, wie schon gesagt, Kette Erschöpfung ist bei mir auf die 4, wo man da am besten dran kommt. Und dann habe ich noch Berstende Glut vor sich selber. Ihr könnt auch alternativ Berstende Glut drücken vom Quickslot, direkt Shift Q, damit könnt ihr es quasi auch schneller triggern. Danach Shift F, Kette Erschöpfung, F und Shift RMB. Wenn das vom Cooldown her passen sollte bei euch, könnt ihr die Combo 1 permanent verwenden. Wenn ihr Cooldown zu hoch ist und ihr Combo 1 nicht konstant aufhalten könnt, dann würde ich die Combo 2 verwenden. So, da sind wir jetzt beim Movement von der Awakening Guardia angelangt. Und zwar ist es auch sehr wichtig, dass ihr in der Wiedergeburt alle Skills ausgeskillt habt, wenn ihr genug Talentpunkte verfügbar habt, weil ihr dort auch hin und wieder in der Non-Ava wechselt für den Forward-Stash. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Movement an. Für das Movement von der Awakening Guardia ist es wichtig, dass ihr in der Non-Awakening den Skill Prophezeiende Begegnung ausgeskillt habt und bei der Erweckung die brennende Vergeltung. Das ist der Phönix von der Guardia und dann noch Erweckung Kossale Bucht. So, jetzt zeige ich euch das Movement und zwar fange ich eigentlich selber meistens immer mit WF an von Awakening. Also ihr solltet in der Awakening Form sein, dann drückt ihr WF, dann könnt ihr SF drücken, damit cancelt ihr den Phönix und dann W-Shift, Leertaste und RMB. Dann macht ihr diesen Forward-Stash von der Non-Awakening, könnt ihr auch noch mit einbauen. Ne? So, da sind wir jetzt bei der Lightstorm und Relikt-Kombo angelangt. Und zwar werden sich wahrscheinlich auch einige fragen, was für eine Relikt-Kombo benutzt bei der Guardia. Die meisten Klassen oder einige Klassen benutzen Deathblow, also Todesschlag, das mit Crit-Chance. Das Ding ist aber, dass Guardia, Succession und Awakening halt immer zu 100% critten. Deswegen habe ich hier bei der Garmov.com-Seite 2 bzw. 3 Kombos insgesamt angezeigt, die eigentlich relativ gut sind. Und zwar ist es einmal Schwachstellenangriff, dafür braucht ihr einmal Wut, Treffer, Lunge und Hieb. Bei Zürinder Schatten braucht ihr zweimal natürlicher Feind, Schatten und Hieb. Da habt ihr halt zusätzlich noch Back Attack und ein bisschen mehr Monster AK, also 3 Monster AK mehr als jetzt bei Schwachstellenangriff. Und dann gibt es noch Krokodilzahn, das braucht ihr aber nur für Spots, wo ihr quasi Down Attack habt, wo ihr die Monster quasi CC't und die auf dem Boden liegen. Da macht ihr halt zusätzlichen Down Attack Schaden mit Abwärtsangriffen. Und ja, das war die Relikt-Kombo von der Awakening Guardian. So, das war's jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Netzfeedback und einer positiven Bewertung freuen. Und sonst könnt ihr auch auf twitch.tv/instawolftv vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao. Like a cat.